hoffe, ihr wart dieses Jahr auch alle schön artig. Das Fiorentin wünscht euch frohe Weihnachten. Und damit herzlich willkommen zum 1.1.2017. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Rutsch. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade rumlaufe. Aber ich hoffe, ihr habt schön Silvesterknaller geknallt und so weiter und so fort. Ihr könnt mir das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Silvester so verbringt. Also ob ihr jetzt so einfach nur bis 0 Uhr wartet und dann Silvesterknaller knallt oder ob ihr es schon vor 0 Uhr macht oder ob ihr allgemein gar nicht Silvester feiert oder keine Ahnung, ob ihr irgendwie so ein Ritual habt, dass ihr irgendwie Fernsehen guckt. Es gibt ja immer irgendwie so um 0 Uhr dann diesen Countdown. Oder ob ihr irgendwie, wo renne ich hier gerade hin? Oder ob ihr, keine Ahnung, was gibt's noch, Bleigießen oder sowas macht. Das macht man ja eigentlich nicht mehr, weil es ja giftig ist. Aber kann ja sein, dass ihr das noch macht. Das würde mich echt interessieren, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Und damit würde ich auch schon sagen, beginnen wir mit diesem Video von Arma 3, altes Live, auf dem Zero Gaming Server. Juhu, ja, los geht's. Ey, der hat hier so einen Star Wars Skin auf seinem Auto. Komm schon. Boost Wars. Wo denn? Hier auf dem Frauenparkplatz. Ich will das auch. Wo denn? Hier, dieses pinke Auto. Vorne ist so ein Clone Trooper drauf. Hinten auch. Ich will auch ein Star Wars Auto. Warum parken die eigentlich zu zweit auf so einem Parkplatz? Weiß ich nicht, weil das beides Frauen sind. Hier ist doch auch noch einer frei. Ja, hallo? 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 Also, mal braucht man dafür eine Lizenz? Hallo? Die Erdbeertanze, sind sie das? Ich habe nach ihnen gesucht! Warum? Warum? Der Auftragsgeber wollte sie auf dem Erdbeerfeld haben. Okay, wo ist das denn in der Map? Das ist ungefähr bei... Warten Sie, ich muss erstmal nachschlagen. Ist auch schon wieder was länger her. War schon ungefähr 2 Stunden her, wo ich da war, ne? Also, da kann ich mir nicht mehr merken. Das ist ja... Ich guck mal nach, warten Sie kurz. Ja, schönes Wetter heute, ja. Super ist das, ja. Entschuldigung. Huch. Nicht hinfallen. Wissen Sie, warum liegen Sie auf dem Boden? Sie haben mich so erschreckt, dass ich umgefallen bin. Warum habe ich Sie denn erschreckt? Mit Ihrem Gehuste. Mit Ihrem Gehuste. Oh, ich hab gehustet, ja. Schönen guten Tag, der Herr. Hola. Hola, amigo. Hola. Wo ist denn jetzt das Erdbeerfeld? Das Erdbeerfeld ist oben beim Flughafen. Ich könnte sie mitnehmen, wenn sie wollen. Ich habe keine Zeit. Ich muss mich um dunkle Materie kümmern. Hola, ¿qué tal? Du, ja, dunkle, ja. Warum dunkle Materie? Damit kann man ganze Planeten zerstören. Und das habe ich vor. Aber verraten Sie das keinem. Wollen Sie einen Todesstern bauen? Den ja. Kennen Sie im Bürgeramt. Todesstern, Kennen Sie das Bürgeramt? Haben Sie mal einen Euro, mein Auto ist davon explodiert. Nee, sorry. Bitte schön. Adios. Ich hab früher auf dem Todesstern gearbeitet. Ja. Ganz große Klasse da. Und dann haben wir alte Rahn in die Luft gejagt. Ja, super war das. Das war Feuerwerk pur. Ich hole ihm meine Sportwagen cool. Und dann hole ich mich gleich hier ab, ne? Ja, das Problem ist, ich bin mehr so auf der Rebellenseite, aber jetzt habe ich mir überlegt, Todesschlitze. Aber ich habe mir so überlegt, dass so ein Todesstern doch nicht so schlecht ist, also vielleicht wechsle ich jetzt die Seite. Ja, das wäre super. Super wäre das, ja. Und was haben Sie jetzt noch so vor? Ich ja gar nichts. Ich sag, ich hätte sie gerne mit zum Erdbeerfeld genommen. Ja, aber ansonsten weiß ich nicht, was ich vorhab. Wussten Sie, dass man sich auf den Karussell drehen kann? Bitte noch wiederholen Sie das nochmal. Wussten Sie, dass man sich auf dem Karussell drehen kann? Nee, das wusste ich noch nicht, nee. Das müssen Sie mal ausprobieren, das ist lustig.
da! Da! Ist doch lebensgefährlich. Haben Sie den umgebracht? Kommen Sie da lieber runter, Sie tun sich schon weh. Hallo, hören Sie mich? Hallo! Du schämen Sie sich zum Teufel mit Ihrem Euro. Sehen Sie nicht, dass der Mann hier tot ist? Ja, schön ist das, alles schön. Super ist, ja. Was fehlt Ihnen allen, diesen Mann umzubringen? Hey, wie waren das doch bestimmt in Ihrer Geldgier? Ja? Wo bist du, Wooden? Ich hab Blut an Ihren Händen, ich sehe das doch. Wooden, wo bist du? Ja, in der Garage. Okay, da bin ich nicht. Ich kann Sie da hinten sehen. Weil Sie es zerstört haben mit Ihren Bluthänden. Sie müssen aufpassen mit der gelben Rutsche, die ist tödlich. Ich konnte sie jetzt auch noch mein Auto sehen. Rot von ihren blutigen Händen. Was ist passiert? Ja, kann ich machen. Ja, wollen Sie schaukeln? Nee, es stehen ja keine. Wollen Sie auf dieses, warten Sie, auf dieses Gerät, das sieht so aus wie, ich weiß es nicht. Ja, hier dieser komische Typ, der um einen Euro gebettelt hat. Ich kann da noch nicht rauf. Oh, ich hasse es schon wieder, ne? Ich bin wieder dieser eine dumme Baum umgekippt. Oh, nee! Ja! Ja, nee, das ist zu schwer. Ja, da ist mein Körper nicht so gebaut. Geh ich mal rutsch. Das ist gefährlich, tun Sie das nicht. Da sind Leute schon gestorben. Au, aua. So, ich bin jetzt da, ne? Wo? Naja, warum steht denn die Rutsche noch hier, wenn da Leute schon gestorben sind? Ja, das ist ja die Hauptattraktion. Das ist so Spiel mit dem Teufel, weißt du? Ich stehe hier bei dem einen Poller. Ja, 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 ja. Mein Taxi ist jetzt da, ich muss mich leider verabschieden. Ja, ja, ich wollte Ihnen auch sagen, dass Sie eine ziemlich schöne Stimme haben, ja. Dankeschön. Gern geschehen. Tschüss. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin von der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist perfekt, dass Sie hier sind. Ich gebe Ihnen da mal eben einen kleinen Verband. Ich glaube, Sie haben ein bisschen mit der Ketchup-Tube rumgespielt. Das werden wir gleich wieder haben. Ich glaube, der Herr bräuchte ein Taxi. Ja, hallo. Hört Sie mich hier? Ah, ist ja nicht. Geht es Ihnen besser? Ja, ja, es geht schon. Ah, ich sehe alles so verschwommen. Soll ich Ihnen doch mein Pflaster geben? Ja, ja. Ich gebe Ihnen mein Geld wieder daher. Und Sie können fliegen lassen. Also brauchen Sie noch ein Pflaster? Danke. Gut. Ja, dann danke. Hat Ihr Auto auch noch eine Beschwerde? Ein Auto? Das ist nicht mein Auto. Warum bewerben Sie nicht bei der richtigen Feuerwehr? Weil das hier viel cooler ist. Ist das normal? Ja, Sie werden gleich wieder sehen. Das wird gleich wieder aufhören. Oh, ich sehe, hallo. Oh, danke, dass Sie mich gerettet haben. Jo, kein Problem. Entweder könnte der Herr da vorne Sie mitnehmen, nach Kavala oder zu, ich weiß nicht wohin, oder ich könnte, also können Sie entscheiden. Ist mir egal. Ich wäre vorne abgeholt. Ach so, okay, dann ist gut. Hallo, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, ey. Wenn Sie nochmal Hilfe von der Freiwilligen Feuerwehr brauchen, melden Sie sich einfach. Schreiben Sie einfach die Erdbeertante an. Dann bin ich unterwegs sofort. Ja, danke, danke. Gut, dann noch einen schönen Tag. Mal beten, ein bisschen mehr Abstand von dem Kupferhändler zu halten. Hier ist eine Schießerei. Das mit dem Typ ist nochmal passiert. Nur er hat überlebt. Das Fahrzeug kann man irgendwie noch umdrehen. Soll ich mich nochmal kümmern? Aber bitte Abstand vom Fahrzeug halten. Ich weiß nicht, ob das so einen Sinn hat. Ich kümmere mich mal darum. Ich bin die Freiwillige Feuerwehr. Ich mache das. Das Teil hier nur. Das ist mir egal. Ich muss gleich erstmal Geld spenden, so auf die E-Mail. Wie kriegen Sie das denn immer hin? Das ist toll.
ich muss. Ja, ich wollte vom Parkplatz fahren und dann fährt mir dann Alex, wow. Ich hab's gefilmt. Ja, dann stellen Sie halt mal schnell auf irgendwelche Lügenpressen online. Ja, genau. Ja, genau, Presse. Sie können ja mal Werbung hier für die Freiwillige Feuerwehr machen. Ja, machen Sie mal. Die Dame braucht Geld für eine Lizenz. Hast kein Geld? Ich brauche Geld für eine Defibrillator-Lizenz. Ja, Bulle. Ich möchte einen Lehrgang besuchen, damit so Leute wieder beleben können. Alex. Damit ich auch eine gute Freiwillige Feuerwehr bin. So, ihr Auto ist gleich wieder ganz. Der Reifen ist fast wieder da. So, jetzt müsste es besser sein. Ja, mal gucken, wie lange es hält. So, das war's auch schon. Leider von diesen 5 Folgen Arma 3 Altes Live auf dem Zero One Server. Ich hoffe, es hat euch sehr dolle gefallen. Mir hat es wirklich sehr dolle gefallen. Es hat mir auch mega Spaß gemacht, das Ganze zu spielen. Ich spiele das Spiel natürlich jetzt immer noch weiter, aber halt ohne Aufnahme. Und es hat auch mega Spaß gemacht, das Ganze zu schneiden und so. Und ich hoffe, euch hat es genauso sehr gefallen wie mir. Mir tut es ein bisschen im Herzen weh, muss ich sagen, dass es leider schon vorbei ist, das Silvester-Special und natürlich auch Weihnachts-Special. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich mit einer Bewertung, mit einem Kommentar und eventuell auch mit einem Abonnement von meinem Kanal wissen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.